damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel, und zwar zu Never Alone. Ja, ich habe es ja schon seit längerem ja versprochen gehabt oder gesagt, dass ich dieses Let's Play machen möchte. Und ja, nun ist es da, mit ein bisschen Verspätung, aber ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ich freue mich natürlich auch sehr drauf. Bin sehr gespannt, wie dieses Spiel ist. Ich hatte mich auch vorher nicht irgendwie großartig bei jemand anders da vorgespoilert, was Let's Plays angeht oder so. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich euch auf diese Reise mitnehmen darf hier. Und zwar das Spiel, ja, ist in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung Alaskas entwickelt worden. Und erzählt so ein bisschen so die Geschichte, so wie sie so leben und alles. Und in dem Spiel dreht es sich halt um ein, ja, kleines Eskimo-Mädchen mit einem Begleiter, aber dazu kommen wir gleich. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, dass ich euch mitnehmen darf in diese Reise, und ich habe total vergessen, meine Uhr zu stellen. Deswegen starte ich die jetzt einfach mal und wir starten das Spiel und schauen mal, was da kommt. So, jetzt haben wir jetzt hier erstmal einen Ladebildschirm, oder? Nein, Quatsch. Die Inupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Lerne mehr über Inupiat, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Inupiat, durch freischaltbare Kultureinblicke. Genau, Kultureinblicke. Und also wie gesagt, es ist in Kooperation mit halt mit den Einwohnern, mit der Bevölkerung Alaskas zusammen entwickelt worden. Und da schauen wir jetzt mal kurz rein. Da geht's ja schon spannend los, ja. Und wie sieht dieses kleine Mädchen, was... Oh, okay, springen können wir auch. Was ausführen möchte, was denn... Oh nein! Oh Gott. Nein! Was rausfinden möchte, was den Schneesturm verursacht hat. Und ja, es ist schon in erster großer Gefahr. Oh mein Gott. Eisbären. Wow. Oh, da hinten.
läuft irgendetwas in der Ferne. Ich kann es sehen. So ganz knapp und... Nein. Oh. Im Koop-Modus spielen. Wenn du einen zweiten Controller hast, drücke eine X, um als Fuchs beizutreten. Um im Einzelspielermodus weiterspielen, drücke Dreieck, um den Fuchs zu wechseln. Also man kann das Ganze auch im Koop spielen. Ja, wenn man hier zu zweit an einer Konsole sitzt, dann kann halt der eine den Fuchs spielen, diesen Schneefuchs, und einer halt das Mädchen. Aber wir spielen natürlich im Singleplayer weiter. Oh. Uha. Mach's gut. Das ist ja faszinierend. Dass wir jetzt hier... Okay. So. Das Wetter klarte nicht auf, ein Schneesturm folgte auf den anderen. So, und weiter geht die Reise des kleinen Mädchens und des Schneefuchses. Eine Eule. Man kann hier so verschiedene... Ich schau mal kurz nach. Man kann verschiedene Sachen sich hier durchlesen. Ja, der Polarfuchs, den gibt's wirklich. Oh. When I was growing up, my grandpa's had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she is happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Okay, das sind dann halt noch so kleine Videos, so, ja, kleinere Beschreibungen, was, warum, weshalb, wie wer halt ein Polarfuchs ist und solche Sachen. Das kann man sich dann noch nachträglich angucken. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob wir das dann im Ende nochmal machen, nachträglich nochmal an diesem Let's Play nochmal anknüpfen. Oder ob wir das mittendrin machen. Ich weiß es noch nicht. Abhang hochklettern, Fuchs antippen. Ah, okay. Okay, ich kann jetzt immer wechseln. Ah, okay. Mit drei kann ich jetzt switchen zwischen den beiden Charakteren. Zwischen dem Mädchen und dem Fuchs. Und wir schauen mal, wohin uns die Reise führt. Oh, und ein weiterer Schneesturm. Oh. Und ich musste... Ich muss beachten, dass ich ganz vergessen hatte, die Uhr zu stellen. Deswegen muss ich so ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Aber wie ihr wisst, die erste Folge wird ja sowieso wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt selber auch ein bisschen Spaß zuzusehen. Oder dabei zu sein bei dem Abenteuer des kleinen Mädchens und des Polarfuchses. Hui. Okay. Wir können uns also ducken, wenn so ein heftiger Schneesturm kommt. Dass wir nicht ganz wegfliegen.
dass wir so ganz wegfliegen. Okay, kann ich jetzt da einfach runterspringen, oder? Uah! Nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Das war okay. Also muss ich dann... Okay, so. Der Fuchs war also etwas Besonderes, was das Mädchen schnell rausfand. Taps, taps, taps. So. Von der Wand abspringen, Fuchs, okay. Hallo? Ah, okay. Ah, ja, jetzt verstehe ich, okay. Ja. Hoppala. Kann ich jetzt schon wieder auf... Ah, so, okay. Die Werkscherlo-Logolo, Trigger-Neralo, ich kann Jude-Bergtuk. Schrade-Otimigene. Ara, kann ich schneid-Jurunde, kann noch bisschen okay, sie halfen sich also in Schwierigkeiten gegenseitig, die beiden. Oh, so ein Schneesturm. Oh. Oh, puh. Oh, ist das... Oh. So. Und weiter geht die Reise des kleinen Mädchens und des Polarfuchses. Und ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. So, schauen wir mal. Ja, und so halfen sich anscheinend die beiden, um halt in ihrem Abenteuer weiterzukommen. Das Ganze ist übrigens ein 2D-Sidescroller in einer 3D-Optik. Ja, was viele schon wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben. Und ich bin echt überlegen, ob ich diese ganzen Geschichten dann halt nachträglich nochmal im Let's Play zeige. Diese Videos. Ganz vorsichtig jetzt hier über die Geisterwelt und Geisterwelt am Springen. Oh, das war knapp.
So. Alle hopp. Weiter geht's. Es heißt, dass mit jeder Windböe pudrige Schnee in alle Richtung wirbelte. Ja, und ich drücke X und dann geht's weiter. Ja, sie kam zurück und das ganze Dorf war zerstört, weil ein fremder Mann dort gewütet hatte, weil er auf etwas... weil er etwas sucht. Und der böse Mann ist auf der Suche. Der böse Mann hört sich auch gut an, ja. Der böse Mann ist echt auf der Suche nach irgendetwas. Und er würde erst dann mit der Verwüstung aufhören, wenn er es gefunden hätte. Der Mann ist im Oktober. Kachrak beim Inua Liptakto. Schumale Gullachame, die Bergscherrulu, die Tiningani. Nanu? Agelan Kacharau Poschenet Sagobing Aitjut. Immenjauret Sagobing Aitjut. Das ist ein Mann, Nunamin. Bakarufutin, Nunakemin. Okay. Ein seltsames Volk, das versucht, die Ruinen des die Ruinen des Dorfs zu plündern. Mal schauen, was ich da tun kann. Ja, ich glaube, das war richtig so. Wunderbar. Das war das Rätsels Lösung. Der Eulenmann. Kann auch immer Elisima nicht banga. Ich um ein Lektor in der Werkscherer-Wörlung. Kann auch Kitabura kaum geringer ich bin. Hilautiger Piubko. Ich kann auch näher lor ich bin Kim und deinen Nacken. Sabare die Lange.
Okay, wir müssen dem Eulenmann quasi, ja, seine Trommel wiederbringen. Und dann könnte er uns helfen, herauszufinden, wer das unserem Dorf angetan hat. Schauen wir mal. So, hier könnten wir uns wieder was durchlesen oder was anschauen. Ich denke mir mal, dass ich das vielleicht nochmal so zum Schluss... Also, ihr könnt es ja gerne mal... Ihr könnt es ja gerne mal unter diesem Video schreiben, ob ihr die Videos sofort sehen möchtet im Let's Play. Oder ich werde jetzt sowieso, glaube ich, bei der ersten Session werde ich so 3 bis 4 Folgen aufnehmen. Und ihr könnt dann sagen, was ihr sehen möchtet. Ob ihr die Videos sofort sehen möchtet im Let's Play. Okay. So. Okay, das können wir irgendwie schieben. Ich glaube, in die andere Richtung geht das. Wie niedlich aber auch der Polarfuchs darauf sitzt. Damit wir was in der Höhle sehen. Na, ja. So, nun sind wir in einer Höhle. Wow. Trommel. Oh, 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 oh. Okay, jetzt sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, Mist. Ah. Okay, das sind Lavasteine. Die müssen wir wahrscheinlich ausweichen. Ah, verstehe, okay. Oh nein. Müssen wir wahrscheinlich das Gewicht verlagern, so wie es aussieht. Hm. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Sehr schön. Ich glaube, das reicht schon. Ja, wir haben die Trommel des Eulenmanns gefunden und haben das kleine, ja, Volk überlistet, was ja eigentlich in den Trümmern unseres Dorfes, ja, unser Dorf ausbeuten wollte, also die Trümmer. Und ich würde sagen, in einer weiteren Folge Never Alone geht's weiter mit der spannenden Reise des kleinen Mädchens und des Polarfuchses. Und dann sehen wir uns, ja, in Folge 2 wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Tschüss.